Wenn sich im Juni die Berghänge der Region wieder rosa färben, ist es Zeit für das traditionelle Fest zur Almrauschblüte auf der Reiteralm. Und so strömten auch heuer wieder unzählige Besucherinnen und Besucher aus nah und fern auf den Berg, um dem ungemein vielfältigen Programm in malerischem Ambiente beizuwohnen. Wunderbare Bergerlebnisse sind heute hier für unsere Gäste da. Gestartet ist das Ganze wieder mit einem ökumenischen Berggottesdienst. Da ist eine große Begeisterung immer dabei. Viele Leute, was da dabei gewesen sind, das freut uns natürlich. Und dann natürlich Live-Musik auf den drei Hütten, Gassel Hechhütten, Reiter im Hütte und Eiskerhütte. Auch die Ramsauer Plattler sind dabei. Es freut uns, sie führen da eine Vorführung überall vor. Und dann natürlich ein wunderbares, vielfältiges Kinderprogramm. Unser XL-Jump und viele, viele Attraktionen. Kinderschminken, basteln. Und unsere Junior-Trails sind gratis zu benutzen heute. Den Auftakt zum Fest der Almrauschblüte bildet bekanntlich der ökumenische Berggottesdienst, der vor der beschaulichen Kulisse des Reiteralmsees stattfindet. Dort erwartete die zahlreichen Besucherinnen und Besucher auch heuer wieder eine stimmungsvolle Predigt und musikalische Umrahmung. Das gewähre euch, der in der Liebe Dreieine, der gütige, der zärtliche, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Freude und Frieden. Und es ist unglaublich, wie die Resonanz der Menschen ist, die hierher kommen, wie sie beten mit uns, schweigen mit uns und wie sie sich auch freuen an der Schöpfung. Und das freut auch mich sehr. Lässt man die Blicke durch die herrliche Naturlandschaft des Reiteralmsees schweifen, wundert es nicht, dass die Bergmesse für jedermann immer wieder etwas ganz Besonderes ist. Ganz super, es war die Bergmesse so schön und die Ansicht, die Bergen, alles wunderschön. Das Fest zur Almrauschblüte steht aber nicht nur im Zeichen der Andacht, sondern auch des Beisammenseins und gemeinsamen Feierns. So luden die Hütten Gasselhech, Reiteralm und Eiskar etwa zu Live-Musik und flotten Tanzeinlagen. Ich glaube einfach die Stimmung herum in den ganzen Tal, in den Kessel da auf der Reiteralm herum, wo wir da gerade spielen auf der Gasselhech-Hütten, ist einfach sensationell. Und die Leute sind so zufrieden, so gemütliche Stimmung, wie es jetzt ist bei uns da in der Region und auch auf dem Berg. Ja, wir sind die Tanzgruppen aus der Ramsau und wir sind da das letzte Mal schon dabei gewesen beim Fest zur Almrauschblüte und da machen wir wieder Auftritte, was wir halt die Volkstänze und die Schurchplattler, was wir so machen. Und da sind wir bei Hitten, von Hitten zu Hitten gehen wir, fangen wir herum an, gehen durch runter und das ist halt ein netter Sonntag, überhaupt wenn das Wetter so schön ist, so wie heute mit gemütlich viel Leid, das hat schon einen Sinn so, ist halt nett dabei zu sein. Mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Musik und Tanz über Kinderschminken, Mountainbiking bis hin zum Gewinnspiel mit tollen Preisen reichte, begeisterte man wieder einmal groß und klein, alt und jung. Ich bin das erste Mal da beim Almrauschblütenfest, aber ich finde das voll toll. Also, wenn auch viele Leute da sind, aber das gehört sich daher. Und man sollte einfach die Natur jetzt genießen da und das Ambiente, das ist ganz toll da. Super gefällt es mir. Ich komme aus Bochum und das ist natürlich etwas anders als das, was wir zu Hause haben. Und das macht super Spaß. Ja, wunderbar. Super. Gibt's nichts Schöneres. Das Fest zur Almrauschblüte lockte auch heuer wieder Gäste und Einheimische gleichermaßen und begeisterte mit dem gewohnt bunten und überaus vielfältigen Programm, das die Veranstaltung so populär und einzigartig macht.